Das digitale Kontrollgerät von VDO Release 2.2 haben wir jetzt hier, um grundlegende Einstellungen entsprechend zu zeigen und entsprechend die Bedienelemente darzustellen. Die Schalter am Kontrollgerät befinden sich hier einmal unmittelbar unter dem Display. Wir haben hier den Schalter mit der 1 drauf. Hier können wir entsprechend die Zeitgruppe umstellen für den Fahrer 1 durch kurzes Betätigen. Hier die Bereitschaftszeit, die wir eingestellt haben, das Symbol der Raute. Durch das erneute Betätigen würden wir umschalten in die Zeitgruppe Arbeitszeit, die beiden gekreuzten Hämmer. Und beim dritten Mal drücken wären wir wieder entsprechend bei der Einstellung Ruhezeit durch das Symbol Bett dargestellt. Durch das dauerhafte Betätigen für ca. 3 Sekunden würden wir entsprechend eine eingelegte Fahrerkarte auswerfen, somit würde der Abmeldeprozess in Gang gesetzt. Das gleiche finden wir hier für den Fahrer 2. Die Bedienung ist identisch mit der Taste 1. Zwischen der Taste 1 und 2 befindet sich der Download-Bereich. Hier drücken wir hinten kurz drauf, um dann entsprechend den Zugang zu öffnen. Somit könnte man den Massenspeicher am Kontrollgerät auslesen. Rechts neben dem Display haben wir die komplette Menüführung drauf mit der Return-Taste, wo wir Ebene für Ebene wieder zurückgehen können. Mit den Pfeiltasten nach oben sowie nach unten können wir uns beliebig im Menü hin und her bewegen, um die Menüebene auszuwählen. Mit der OK-Taste steigen wir ins Menü ein und können bestimmte Eingaben bestätigen und auswählen. Rechts daneben befindet sich die Taste zum Öffnen des Schubladens für das Druckerpapier. Einmal draufdrücken, dann öffnet sich der Schubkasten. Hier sind wir in der Einstellung, weiter geht dieser nicht raus. Das geeignete, zugelassene Druckerpapier ist entsprechend so einzulegen, dass die Rolle nach unten zeigt und ein kleiner, kurzer Papierabschnitt oben rausragt und dann wird das Ganze entsprechend wieder zugedrückt. Wir werden jetzt einen Nachtrag ausführen. Dazu werden wir entsprechend die Fahrerkarte einstecken und durchgehend Ruhezeit nachtragen von der Entnahme der Fahrerkarte bis zum Einstecken der Fahrerkarte, was in den meisten Fällen in der Praxis so vollzogen wird. Dazu die Fahrerkarte, wie alle Fahrerkarten mit Chip nach oben nach vorne in den Schacht 1 einstecken. Kurz draufdrücken am Ende der Fahrerkarte, dann wird diese eingezogen. Nach der entsprechenden Begrüßung erfolgt die Abfrage, ob wir entsprechend einen Nachtrag ausführen wollen. Manuelle Eingabe, Nachtrag ja. Dies bestätigen wir jetzt mit OK-Taste. Einmaliges Drücken. Dann wählen wir aus, welche Zeitgruppe wir nachtragen wollen. Uns wird bereits Ruhezeit vorgeschlagen. Wir wollen durchgehend Ruhezeit von der Entnahme. Das Datum sowie die Uhrzeit der letzten Entnahme sehen wir in der oberen Zeile. In der unteren Zeile sehen wir das Datum sowie die Uhrzeit beim Stecken der Fahrerkarte. Wir bestätigen jetzt durchgehend den Nachtrag auf Ruhezeit mit der Taste OK. Zuerst bestätigen wir das Symbol Ruhezeit mit OK. Dann ist der entsprechende Tag, der Kalendertag zu bestätigen mit OK. Dann das Monat. Das Jahr wird übersprungen, weil wir im gleichen Jahr sind. Dann bestätigen wir die Uhrzeit, die Stunde und die entsprechende Minute. Die Eingabe Beginn Land, Deutschland erfolgt genauso mit der Taste OK. Die finale Abfrage, manuelle Eingabe bestätigen ja, bestätigen wir mit OK. Somit ist der Nachtrag komplett absolviert. Die Fahrerkarte wäre bereits soweit eingelesen, dass das Fahrzeug theoretisch in Gang gesetzt werden könnte. Jedoch wird es in der Praxis so sein, dass man vor Abfahrt noch die Abfahrtskontrolle durchführen muss und entsprechend diese auch richtig am Kontrollgerät einstellen muss und somit auch dokumentiert durch die Einstellung Arbeitszeit. Dazu drücken wir kurz auf die Taste 1 drauf, bis das Symbol Arbeitszeit hier erscheint. Somit hätten wir Arbeitszeit eingestellt und die Abfahrtskontrolle kann absolviert werden. Wir werden jetzt die Einstellung Faire Bahn betätigen. Diese ist erforderlich, wenn man die Tagesruhezeit entsprechend unterbricht durch das Auf- und oder Abfahren von der Fähre bzw. von der Bahn. Da
Dazu steigt man ins Menü ein. Wenn das Fahrzeug seine Parkposition erreicht hat, der Tacho steht bereits auf Ruhezeit, ins Menü steigen wir mit OK ein, um dann entsprechend mit der Pfeiltasten unten die Menüebene auszusuchen, die man entsprechend benötigt. Es ist erforderlich die Menüebene Eingabe Fahrzeug. Wenn diese erreicht ist, mit OK in diese Untermenüebene einsteigen, um dann erneut mit den Pfeiltasten sich die entsprechende Einstellung, die wir hier jetzt sehen, faire Bahn, sich herzuholen und zu bestätigen mit OK. Mit der Return-Taste gehen wir Ebene für Ebene wieder zurück und können dann am Display auch sehen, dass das Symbol faire Bahn hier bereits hinterlegt und dargestellt ist. Somit kann die Ruhezeit angetreten werden. Als letzte Eingabe ist dann noch erforderlich die Eingabe Ende Land. Da steigen wir erneut ins Menü ein mit OK. Wir müssen dann zur Menüebene Eingabe Fahrer 1. Dies suchen wir uns wieder mit der Pfeiltaste raus. Eingabe Fahrer 1, OK. Und dann wollen wir Ende Land eingeben. Wir gehen mit der Pfeiltaste einmal nach unten und dann Ende Land. In dem Fall wählen wir das Ende Land Deutschland aus. Und somit hätten wir alle Eingaben betätigt. Wir könnten jetzt in der Tagesruhezeit antreten und dann entsprechend diese auch, falls erforderlich, bis zu zweimal für insgesamt maximal eine Stunde zu unterbrechen. Wird die Tagesruhezeit zum Auf- oder Abfahren auf die Fähre oder auf die Bahn unterbrochen und anschließend wird entsprechend die Tagesruhezeit noch fortgesetzt, muss nach dem Anhalten und Abstellen des Fahrzeuges die Eingabe Fähre Bahn erneut erfolgen. Zuerst schaltet man entsprechend um auf die Ruhezeit. Hier hätten wir aktuell noch das Symbol der Arbeitszeit. Durch das Betätigen der Taste 1 wählen wir die Ruhezeit aus, das Symbol des Bettes, um dann entsprechend ins Menü einzusteigen mit der OK-Taste, um dann mit der Pfeiltaste rauszusuchen, die entsprechende Menüebene. Diese befindet sich in der Eingabe Fahrzeug. Mit OK steigen wir in die Untermenüebene ein, um dann entsprechend Fähre Zug, Fähre Bahn auszuwählen. Wir bestätigen das Ganze mit OK und gehen dann hier mit der Return-Taste wieder zurück. Hier kann man das Symbol der Fährbahnregelung bereits erkennen und somit könnte entsprechend die Tagesruhezeit jetzt fortgesetzt werden und entsprechend die richtige Einstellung am Kontrollgerät würde Probleme bei Kontrollen vermeiden. Wir stellen jetzt einen Nachtrag, der nicht durchgehend aus Ruhezeit besteht, sondern eine vorausgegangene Arbeitszeit vor dem Einstecken der Fahrerkarte, was zum Beispiel eine Anreise zum Fahrzeug darstellen kann. Wir führen die Fahrerkarte wie gewohnt ein, chippen nach oben nach vorne, kurzes Draufdrücken am Ende der Fahrerkarte und schon wird diese eingezogen. Nach der Begrüßung erfolgt dann die Abfrage, ob wir entsprechend einen manuellen Nachtrag ausführen wollen. Wir bestätigen das Ganze mit OK. Wir wollen jetzt erstmal Ruhezeit nachtragen. Deswegen wählen wir auch dieses Symbol aus bzw. bestätigen das nur mit OK. Wir wollen Ruhezeit auch bis zum heutigen Tag entsprechend nachtragen. Deswegen bestätigen wir auch den Tag sowie das Monat. Bei der Uhrzeit, wir wollen entsprechend Ruhezeit nachtragen bis 10 Uhr. Mit der Pfeiltaste unten wählen wir die Uhrzeit 10 Uhr aus. Wenn die Zahl korrekt eingestellt ist, bestätigen wir es mit OK, um dann noch die Minuten entsprechend korrekt einzustellen. Somit hätten wir jetzt die Auswahl getroffen von Entnahme der Fahrerkarte, die wir in der oberen Zeile sehen können, Datum sowie Uhrzeit. Bis zum 20.11. 10 Uhr wollen wir Ruhezeit eintragen. Das bestätigen wir mit OK. Die noch bestehende Lücke wollen wir auffüllen mit der Einstellung Arbeitszeit, zum Beispiel für die Anreise zum Fahrzeug. Aktuell hätten wir das Symbol der Ruhezeit fürs Bett. Dieses können wir auswählen mit der Pfeiltaste. Ob die Pfeiltaste nach unten oder nach oben zeigt, spielt hierbei keine Rolle. Wir wählen das Symbol Arbeitszeit aus, die beiden gekreuzten Hämmer, bestätigen diese Auswahl mit OK. Die Uhrzeit bestätigen wir ebenso. Wir wollen durchgehend von 10 Uhr bis 11.30 Uhr Arbeitszeit für die Anreise zum Fahrzeug nachtragen.
Deswegen wird das Ganze nur mit OK bestätigt. Beginn Land, wir wählen Deutschland aus und bestätigen diese Eingabe, um den Nachtrag dann entsprechend abzuschließen, mit der Abfrage manuelle Eingabe bestätigen. Wir drücken erneut auf OK. Somit wird der Nachtrag jetzt entsprechend vollständig ausgeführt. Die Fahrerkarte wäre auch schon soweit eingelesen, was wir hier sehen können. Jetzt ist sie komplett eingelesen, was wir in einem kleinen Fensterchen hier entsprechend ablesen können. Vor Antritt der Fahrt wird noch eine entsprechende Abfahrtskontrolle erforderlich sein am Fahrzeug. Diese ist entsprechend als Arbeitszeit aufzuzeichnen, um somit entsprechend das Kontrollgerät korrekt zu bedienen und die Abfahrtskontrolle auch hier zu dokumentieren. Dazu drücken wir zweimal kurz auf die Taste 1 drauf, um dann entsprechend die Zeitgruppe Arbeitszeit, die beiden gekreuzten Hämmer, hier entsprechend am Kontrollgerät einzustellen. Wir erstellen jetzt einen Ausdruck am Kontrollgerät, welcher erforderlich sein kann, wenn man von einer erlaubten Lenkzeit abweicht, um dies entsprechend korrekt zu dokumentieren. Zum Erstellen des Ausdrucks steigen wir ins Menü ein durch das Betätigen der Taste OK, um dann hier gleich in der ersten Menüebene Ausdruck Fahrer 1 auszuwählen. Wir wollen einen 24-Stunden-Tagesausdruck machen von der Fahrerkarte, bestätigen dies erneut. Das Datum, es wird immer das aktuelle Datum vorgeschlagen. Mit der Pfeiltaste könnte man ein anderes beliebiges Datum auswählen. Wir wollen jedoch für den aktuellen Kalendertag einen Ausdruck erstellen. Bestätigen diesen Tag mit OK. Der Ausdruck muss zur Dokumentation entsprechend in UTC-Zeit erfolgen. Das Kontrollgerät zeichnet der generellen UTC-Zeit auf. Deswegen bestätigen wir jetzt dies mit Ja. Der Ausdruck wird erstellt und kann entsprechend dann, wenn er vollständig gedruckt wurde, abgerissen werden. Wir werden dann auf den Ausdruck entsprechend die für diesen Kalendertag entsprechend angesammelten Zeiten mit drauf. Muss jetzt eine Dokumentation erfolgen, aufgrund einer Abweichung einer maximal erlaubten Lenkzeit zum Beispiel, kann das entsprechend hinten drauf erfolgen, wo es entsprechend zu dokumentieren ist. Wenn es sich um einen Stau gehandelt hat oder um eine Parkplatzsuche, bietet das VDU-Gerät eine weitere Option, um dies glaubhaft darzustellen. Dazu könnte man noch einen weiteren Ausdruck parallel dazu erstellen, der optional jedoch nur erstellt werden kann. Wir gehen mit der Return-Taste zurück, um dann ins Menü Fahrzeug einzusteigen. Beim Ausdruck, wir gehen nach unten, OK, um dann das Geschwindigkeitsdiagramm auszudrucken. Wir gehen mit der Pfeiltaste nach unten, bis es hier heißt V-Diagramm. Wir hätten jetzt hier entsprechend das Geschwindigkeitsdiagramm. Dieses Geschwindigkeitsdiagramm ist jedoch aufs Fahrzeug bezogen, nicht auf den einzelnen Fahrer, das heißt immer auf den Kalendertag von 0 bis 24 Uhr nach UTC-Zeit. Wir wählen jetzt diese Ausdruckvariante aus durch das Betätigen der Taste OK. Der aktuelle Tag, wiederum in UTC-Zeit. Und dann erfolgt der Ausdruck und auf den Ausdruck würde man dann wunderbar erkennen können, wenn man mit dem Fahrzeug im Stau gestanden hat und somit über längere Zeit nur langsame Geschwindigkeiten fahren konnte oder wenn entsprechend mehrere Parkplätze erfolglos angefahren wurden. Ist der Ausdruck komplett erstellt, kann er wiederum abgerissen werden. Wir würden jetzt hier auf den Ausdruck sehen, einmal hier die Geschwindigkeit, die gefahren wurde in 30 km/h Schritten von 0, 30, 60, 90 km/h und unten entsprechend die Uhrzeit wiederum in UTC-Zeit. Hier hätten wir jetzt eine Geschwindigkeitsaufzeichnung drauf, nur eine kurze Fahrt, aber man kann schon erkennen, dass die Geschwindigkeit sehr gut dargestellt wird und entsprechend vor allem im internationalen Verkehr eine Dokumentation, eine geschriebene Dokumentation nochmal glaubhaft unterstützen würde. Am Ende der Arbeitsschicht oder aus sonstigen Gründen, wenn es erlaubt ist, die Fahrerkarte zu entnehmen, meldet man sich entsprechend am Kontrollgerät ab. Zur Entnahme der Fahrerkarte betätigt man dauerhaft für ca. 3 Sekunden die Taste 1 für den Fahrer 1. Somit startet der Abmeldeprozess. Es erfolgt dann die Abfrage nach Ende Land. Wir bestätigen hier Ende Land Deutschland mit OK. Beim VDU-Gerät kommt dann entsprechend noch die Abfrage
die wir jetzt gleich sehen können, ob wir einen Tageswert ausdrucken wollen. Dies verneint man im Regelfall, man braucht nicht tagtäglich einen Ausdruck erstellen, deswegen bestätigen wir diese Abfrage mit OK. Somit kann die Fahrerkarte entsprechend entnommen werden. Wird dann das Fahrzeug auf dem Betriebshof abgestellt oder in einer Werkstätte dem Werkstattpersonal übergeben, sprich das Fahrzeug wird ohne Fahrerkarte erlaubterweise bewegt, empfiehlt es sich generell nach dem Namen der Fahrerkarte die Einstellung Out of Scope entsprechend zu tätigen. Dazu steigen wir mit OK ins Menü ein, gehen dann mit der Pfeiltaste nach unten bis zur Menüebene Eingabe Fahrzeug, bestätigen die Auswahl der Menüebene und finden dann gleich vor in der ersten Menüebene Out Begin, bestätigen das erneut, um dann hier mit der Return-Taste entsprechend wieder zurückzugehen. Wir können dann die erfolgte Einstellung Out of Scope auch gleich hier am Display ablesen und somit könnte man das Fahrzeug verlassen. Die Einstellung Out würde bei Einstecken einer Fahrerkarte automatisch wieder entsprechend deaktiviert werden. Wird ein Fahrzeug neu in den Fuhrpark aufgenommen, muss vor der ersten Fahrt entsprechend das Unternehmen am Kontrollgerät angemeldet werden. Dies erfolgt durch das Einstecken der Unternehmerkarte. Die Unternehmerkarte kann dabei in einen beliebigen Schacht, ob 1 oder 2, eingesteckt werden zur Anmeldung. Das Anmelden des Unternehmens am Kontrollgerät erfolgt durch das Einstecken der Unternehmenskarte. Diese kann in einen beliebigen Schacht eingesteckt werden. Wir nutzen hierzu den Schacht 1. Die Unternehmenskarte wird eingelesen und die Anmeldung des Unternehmens erfolgt automatisch ohne eine weitere Eingabe am VDO-Gerät. Nach der Information, um welche Unternehmerkarte es sich handelt, erfolgt die Meldung Unternehmen angemeldet und somit wäre das Unternehmen jetzt am Kontrollgerät vollständig angemeldet. Hat man das Unternehmen soeben am Kontrollgerät angemeldet und man entnimmt die Unternehmenskarte, wird nach der Betätigung der Auswurftaste die Meldung Unternehmen abmelden, Nein mit OK bestätigt. Man möchte das Fahrzeug im Fuhrpark betreiben. Wird ein Fahrzeug veräußert vom Unternehmen, wird hier die Meldung Ja ausgewählt. Es erfolgt mit den Pfeiltasten, was dann eine Abmeldung am Kontrollgerät zur Folge haben würde. Wir wollen jedoch das Unternehmen anmelden, bestätigen die Abfrage Unternehmen abmelden, Nein mit OK. Somit wird die Fahrerkarte wieder ausgeworfen und das Unternehmen ist am Kontrollgerät korrekt angemeldet und kann das Fahrzeug jetzt einsetzen. Möchte man die Ortszeit umstellen am Kontrollgerät, weil man zum Beispiel die Zeitzone wechselt mit dem Fahrzeug oder entsprechend man durch die Umstellung von Sommer- auf Winterzeit oder umgekehrt die korrekte Uhrzeit angezeigt haben möchte, steigt man mit der OK-Taste direkt ins Menü ein, wählt dann mit der Pfeiltaste aus Eingabe Fahrzeug. Diese Menüebene wird dann wiederum mit OK bestätigt. Mit der Pfeiltaste sucht man sich hier entsprechend die Menüebene Ortszeit raus, bestätigt diese mit OK, um dann mit den Pfeiltasten halbstundenweise die Ortszeit umstellen zu können. Das Kontrollgerät zeichnet generell nach UTC-Zeit auf und wir könnten jetzt hier mit den Pfeiltasten halbstundenweise die Uhrzeit umstellen, um die korrekte Ortszeit zu hinterlegen. Die Einstellung wird dann mit OK bestätigt. Mit der Return-Taste gehen wir wieder zurück, um aus der Menüebene zurückzukehren in die normale Ansicht.